Aktuelle Trends aus der Lebenswelt junger Menschen gibt es 3 Tage in Berlin zu sehen. In 11 Messehallen präsentieren sich 150 Aussteller aus den Bereichen Musik, Sport, Lifestyle und Bildung auf der Jugendmesse U. Einen ungewöhnlichen Beitrag haben sich diese jungen Leute ausgedacht, die jungen Futuristen, kurz UFUs. Sie zeigen Visionen zum Thema, wie sieht Berlin in 20 Jahren aus? Sie haben sich einfach zusammengesetzt und gesagt, wir wollen einfach etwas verändern. Wir wollen unsere eigene Zukunft mitgestalten und wir wollen die Stadt, in der wir leben, einfach verändern. Die Konzepte könnten aus einem Science-Fiction- oder Fantasy-Film stammen. So soll sich die Fassade des Park-Inn-Hotels am Alexanderplatz in einen gigantischen Wasserfall verwandeln. Und die Weltzeituhr soll in der UFOs Zukunft eine Beamstation wie aus Raumschiff Enterprise sein. Zum Beispiel sowas wie eine Beamstation ist natürlich einfach was, was man sich so schwer vorstellen kann. Oder ein Wassertaxi, das wirklich nur mit Solarenergie betrieben wird und auf dem Wasser fährt, wie vielleicht in Venedig. Und ja, das sind so die Sachen, wo man dann sagt, ist das realisierbar oder nicht, aber es sind einfach witzige Visionen. Bei der Umsetzung ihrer Ideen ließen sich die jungen Futuristen von einer professionellen Designagentur unterstützen. Die Firma reizte an der Zusammenarbeit vor allem die ungehemmte Fantasie der jungen Menschen. Außerdem sind Jugendliche auch nicht so eingebunden in so Sachzwänge und da sind die oft die Ideen viel, viel weitreichender. Und um ihre Visionen für Berlins Zukunft auch außerhalb der U zu zeigen, machen die UFOs mobil. Ein S-Bahn-Wagen fährt als rollende Ausstellung um den S-Bahn-Ring der Bundeshauptstadt.